Hi, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr drahtlos per AirDrop mit verschiedenen iOS-Geräten Dateien austauschen könnt. Wir haben hier jetzt ein iPhone 5S und ein iPhone 6S. Voraussetzung für die AirDrop-Methode ist, dass ihr auf eurem Apple-Gerät mindestens iOS 7 installiert habt und, je nachdem welches Gerät ihr benutzt, ihr mindestens ein iPhone 5 oder ein neueres Modell habt, beziehungsweise ein iPad 4. Generation oder ein iPad Mini oder ein iPod Touch 5. Generation oder ein neueres Modell. Um AirDrop jetzt zu aktivieren, müsst ihr erstmal hochwischen und dann sicherstellen, dass ihr sowohl WLAN als auch Bluetooth eingeschaltet habt. Drückt ihr etwas länger auf WLAN, könnt ihr AirDrop konfigurieren. Jetzt könnt ihr einstellen, von wem ihr Dateien erhalten wollt. Ihr könnt das Empfang ganz ausstellen, nur Kontakte oder jeder einstellen. Das andere Apple-Gerät sollte natürlich auch AirDrop aktiviert haben, sonst funktioniert das Ganze nicht. Mithilfe der AirDrop-Methode können wir jetzt zum Beispiel Fotos drahtlos kinderleicht teilen. Um ein Foto zu teilen, gehen wir normal in die Foto-App und wählen das gewünschte Foto aus. Dann klicken wir unten links auf das Teilen-Symbol und sehen hier schon das Fenster AirDrop. Es kann eine Weile dauern, bis das andere Gerät erkannt wird und dann müssen wir nur noch auf das Gerät drauf tippen. Je nachdem, was ihr eingestellt habt, müsst ihr das Foto dann wahrscheinlich noch akzeptieren und es wird geteilt. Das Foto wird uns hier jetzt auch direkt angezeigt. Somit haben wir jetzt erfolgreich mit der AirDrop-Methode drahtlos ein Foto geteilt. Ciao!